Alexa, PC an. Okay. Ich bin gerade dabei, mein komplettes Setup neu zu konfigurieren und alles mit der Alexa zu steuern. Wenn auch du wissen willst, wie du deinen PC per Alexa einschalten kannst, dann bleibe dran, denn das erkläre ich dir in diesem Video. Außerdem erhältst du in diesem Video noch ein paar nützliche Tipps, wie du mit nur wenig Geld und ein bisschen handwerklichem Geschick dir einen richtig geilen PC-Tisch zusammenbauen kannst. Mein Name ist Tim und auf meinem Kanal bekommst du immer wieder nützliche Tipps, Tricks und Tutorials rund um digitales Arbeiten, Technik und sogar das ein oder andere Handwerkervideo. Wenn dir dieses Video gefällt, denk daran, auf jeden Fall ein Abo dazulassen. Ja, und ich bin gerade dabei, mein PC-Setup neu aufzubauen und habe mir da einiges bei überlegt. Worauf es mir vor allen Dingen dabei ankam, war, möglichst wenig Geld dafür auszugeben und das Ganze mit Alexa zu steuern. Ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ein paar Sachen fehlen allerdings noch. Trotzdem wollte ich euch in diesem Video vor allem zeigen, wie ihr es schafft, mit der Alexa euren kompletten PC ein- und auszuschalten und auch alle anderen Geräte, die zu eurem Setup gehören, mit Alexa zu steuern. Ja, hier mal ein kurzer Einblick, wie mein Setup momentan aussieht. Ihr seht, auf der rechten Seite ist der PC, die Monitore hängen direkt an der Wand. Und was mir auf jeden Fall immer wichtig ist, wenn ich einen Schreibtisch oder einen PC-Tisch baue, ist, dass man möglichst keine Kabel sieht. Von unten, wenn man sich unter den Tisch legt, sieht man natürlich eine Menge Kabel, aber zumindest von oben sollten so wenig Kabel wie möglich zu sehen sein. Was ihr auf jeden Fall braucht, um euren PC oder euer gesamtes Setup per Alexa steuern zu wollen, sind Alexa-fähige WLAN-Steckdosen. Da gibt es verschiedene Formate, verschiedene Hersteller. Ich verlinke euch einfach die in der Videobeschreibung, die ich benutzt habe. Könnt ihr aber auch andere benutzen. Die sind eigentlich alle ziemlich gleich gut. Wichtig ist nur WLAN-fähig und vor allen Dingen Alexa-fähig. Wichtig dabei ist außerdem, dass ihr sozusagen zwei verschiedene Stromkreise aufbaut. Einmal einen, ich nenne ihn den Dauerstromkreis. Da muss natürlich unbedingt die Alexa dran sein, denn die muss natürlich immer empfangsbereit sein. Und den zweiten Stromkreis, den steuert ihr per WLAN-Steckdosen. Und dort schließt ihr halt alles an, was mit Alexa gesteuert werden soll, beziehungsweise was eingeschaltet werden soll, wenn ihr der Alexa den Befehl PC angibt. Um euch zu zeigen, wie ich das Ganze gelöst habe, krabbeln wir jetzt mal zusammen unter meinen Schreibtisch. Da zeige ich euch eine Möglichkeit, wie man das realisieren kann. Ja, ihr seht jetzt hier diese weiße Steckdosenleiste, das ist die WLAN-Steckdosenleiste. Da hat man die Möglichkeit, per Alexa jede einzelne Steckdose auch einzeln zu steuern oder halt die komplette Steckdosenleiste ein- und auszuschalten. Um die Möglichkeit ein bisschen zu erweitern, habe ich jetzt an diese WLAN-Steckdose noch eine weitere ganz normale Steckdosenleiste angeschlossen und dort sind halt alle Geräte dran, die bei dem Befehl PC an eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden sollen. Alle Geräte, die jetzt per Sprachbefehl sozusagen eingeschaltet werden sollen, sind mit der schwarzen Steckdose verbunden. Das sind die Monitore, die Lautsprecher, meine Lampen, meine Kamera, mein Mikrofon und so weiter. Und natürlich auch der PC, aber der PC geht nicht automatisch an, wenn er Strom bekommt. Das tut er nur dann, wenn ihr eine bestimmte Einstellung im BIOS des Mainboards vornehmt. Und wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt. Um in das BIOS eures Mainboards zu gelangen, müsst ihr direkt, wenn ihr den PC eingeschaltet habt, eine bestimmte Taste drücken. In meinem Fall ist es die Entfernen-Taste, es kann aber auch eine andere Taste sein, zum Beispiel die F8-Taste. Das seht ihr aber, wenn ihr euren PC eingeschaltet habt. Dort steht dann, welche Taste ihr drücken müsst, um in das BIOS-Setup zu gelangen. Wenn ihr dann dort angekommen seid, müsste das bei euch entweder so aussehen oder auch anders. Es kommt natürlich darauf an, welches Mainboard und von welchem Hersteller euer Mainboard ist. Das ist jetzt schon ein etwas älteres Mainboard, aber das ist überhaupt kein Problem. Die Einstellungen, die ihr vornehmen müsst, sind bei allen Mainboards eigentlich die gleichen. Und zwar müsste bei euch irgendwo auch so ein Reiter sein, Power. Bei mir muss ich jetzt hier auf APM Configuration gehen. Wenn ich das öffne, dann steht hier Restore on AC Power Loss. Das heißt, was passiert, wenn der Strom abgeschaltet wurde. Und in meinem Fall habe ich jetzt hier aktiviert Power On. Also sofort der Strom, wenn der Strom wieder da ist,
soll der PC eingeschaltet werden. Das kann bei euch, wie gesagt, ein bisschen anders aussehen, müsst ihr vielleicht ein bisschen rumsuchen, aber diese Funktion hat eigentlich jedes Mainboard. Und ganz wichtig natürlich, wenn ihr Änderungen im BIOS vorgenommen habt, dann auf jeden Fall abspeichern. In meinem Fall ist es hier F10-Taste. Und zwar, wenn ich die F10-Taste drücke, Save Configuration, Changes and Exit Now. Okay. Das sind die einzigen Einstellungen, die ihr in eurem BIOS vornehmen müsst, damit der Computer direkt angeht, sobald er Strom bekommt, sozusagen. Jetzt habt ihr quasi alle technischen Voraussetzungen geschaffen, um euren PC per Sprachbefehl einzuschalten. Was ihr natürlich noch machen müsst, ist in eurer Alexa-App die ganzen Geräte zu konfigurieren. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich einfach, deswegen erkläre ich es jetzt hier nicht ausdrücklich in diesem Video. Auf jeden Fall müsst ihr in der App die ganzen Steckdosen, die ihr euch angeschafft habt, zunächst einmal einbinden. Dann müsst ihr eine Gruppe bilden. In meinem Fall heißt die Gruppe zum Beispiel PC. Und alle Geräte, die ihr an die Steckdose oder die ihr mit per WLAN-Steckdosen verbunden habt, könnt ihr dann in diese Gruppe PC einbinden. Und dann müsst ihr nur noch sagen, Alexa, PC an. Und schon startet euer PC und alles andere, was ihr verbunden habt. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch mit meinem Schreibtisch, aber es gibt ein paar Dinge, die ich euch nicht vorenthalten will, die ihr auf jeden Fall gebrauchen könnt, wenn ihr auch einen PC-Tisch oder ein PC-Setup aufbauen wollt und ja wirklich für günstiges Geld ein paar nützliche Gadgets einbauen wollt. Und ja, welche das sind, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier in meinen Schreibtisch so eine USB-Steckdose eingelassen. Und zwar müsst ihr da einfach ein Rundloch bohren in euren Schreibtisch und dann könnt ihr die einbauen. Da könnt ihr dann verschiedene USB-Geräte dran stecken, aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier ein Mikro, einen Kopfhörer oder eine SD-Karte einzuschieben. Das Ganze wird dann unterm Schreibtisch quasi mit eurem PC verbunden und ihr könnt sofort alles nutzen, was ihr daran anschließt. Ich habe hier zum Beispiel meine Maus und meine Tastatur angeschlossen, weil das sind die einzigen Geräte, die ich ja nicht kabellos benutzen möchte, weil bei mir immer genau zum falschen Zeitpunkt irgendwie die Akkus leer gehen. Ja, als Alternative dazu habe ich hier so eine einfache Kabeldurchführung. Die müsst ihr halt auch ganz normal in euren Schreibtisch einbauen und dann könnt ihr die Kabel zum Beispiel von Maus und Tastatur hier durchführen und dann mit eurem PC verbinden. Auch die Kabel, die zu meinen Monitoren führen, das heißt die VGA-Kabel bzw. HDMI-Kabel und die Stromkabel, habe ich versteckt und zwar in der Wand. Ich hatte jetzt hier Glück, dass ich eine Hohlwand habe. Deswegen konnte ich einfach hinter den Monitoren ja, ein Loch bohren. Da habe ich dann auch so eine Kabelführung eingebaut. Die Kabel dann nach unten führen und unterm Schreibtisch wieder rauskommen lassen und dann halt mit dem PC bzw. mit den Steckdosen verbinden. Alternativ könnte man natürlich hier auch mit Kabelkanälen arbeiten, aber die sieht man dann halt auch und so ist es auf jeden Fall eine saubere Lösung. Die Ständer, die ihr da jetzt noch rechts seht, das sind einfach die Halterungen für meine Kamera bzw. für eine Lampe. Die Monitore an sich habe ich mit einer ganz einfachen, günstigen Wandhalterung an die Wand geschraubt. Die kosteten, glaube ich, 10 €, wenn überhaupt, und die sind ziemlich flach und ziemlich nah an der Wand, sodass ihr auch möglichst wenig Platz verliert. Wichtig ist nur, dass die halt neig- und schwenkbar sind, denn so könnt ihr die Monitore so ein bisschen zu euch neigen, einfach um dann einen besseren Blick zu haben. Eine weitere richtig coole Sache ist auf jeden Fall diese in den Schreibtisch einbaubare Tischsteckdose. Ja, da müsst ihr einfach nur ein dementsprechendes Loch in euren Schreibtisch sehen und wenn ihr dann hier drauf drückt, dann öffnet sich diese Steckdose. Dort sind nicht nur Steckdosen eingebaut, sondern auch ja, ein LAN, USB und ein HDMI-Anschluss. Und diesen HDMI-Anschluss habe ich direkt mit der Capture-Karte meines PCs verbunden. Das heißt, immer wenn ich jetzt ein Video aufnehmen möchte, zum Beispiel von der PlayStation oder irgendeinem anderen Gerät, brauche ich die nur hier einzustöpseln. Und die ist dann direkt mit meinem PC verbunden. Und wenn ich die Steckdose ja gerade mal nicht brauche, dann Klappe zu. Ja, mein Mikro habe ich hier mit so einem
Elgato-Mikrofonarm eingebaut. Der ist auch super praktisch, denn den kann man wunderbar bewegen und dann ja, vor sein Gesicht sozusagen ziehen. Und wenn man den halt nicht braucht oder das Mikro nicht braucht, dann schiebt man das einfach wieder zurück. Da ich auch gerne mit dem MacBook arbeite, habe ich mir hier noch so einen Ständer zugelegt, um ja, das MacBook einfach platzsparend unterbringen zu können. Außerdem seht ihr an der rechten Seite des MacBooks so einen kleinen Adapter. Damit könnt ihr euer MacBook an euren PC anschließen, beziehungsweise an euren PC-Monitor anschließen. Einfach um noch einen zweiten größeren Bildschirm zu haben. Wie das geht, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Den Link seht ihr oben. Ja, und zum guten Schluss noch ein paar allgemeine Infos zu meinem Schreibtisch. Und zwar die Tischplatte selbst habe ich aus dem Baumarkt. Die hat 90 Euro gekostet. Ich wollte einfach eine nehmen, die ein bisschen tiefer ist. Bei IKEA zum Beispiel gibt es immer nur Tischplatten, die einfach für mich nicht tief genug sind. Deswegen habe ich mir die gekauft. Die muss natürlich ein bisschen behandelt werden. Das heißt, einmal kurz abschleifen und einölen. Aber dann ist die auf jeden Fall super stabil und ihr könnt ja euren Schreibtisch so bauen, wie ihr wollt. Das Ganze steht auf so einem Unterschrank von IKEA auf der linken Seite. Dann auf insgesamt drei von diesen weißen Füßen. Die kosten, glaube ich, 5 Euro bei IKEA, also super günstig. Ja, und der PC selbst, der steht auch nochmal auf so einem Unterschrank von IKEA, im Schubladenunterschrank. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Alles, wie gesagt, was ich hier eingebaut habe, habe ich euch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und ich hoffe, dass auch für euch der ein oder andere Tipp dabei war, den ihr zu Hause umsetzen könnt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einige nützliche Tipps geben, die ihr vielleicht auch zu Hause nachbauen wollt. Wenn dem so ist, dann wie gesagt, denkt bitte dran, Abo dalassen und ein Like und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.